Gewissermaßen habe ich mich hier ganz schön in die Scheiße geritten. Nachdem ich The Last of Us 2021 zum ersten Mal endlich selbst gespielt habe, stand schon in Stein gemeißelt fest, dass ich auch Part 2 spielen würde. Diesmal komplett blind. Nicht nur das, ich wollte ihm ein ähnliches Video zukommen lassen wie Teil 1. Ich erwartete ein Spiel, was mich nicht loslassen wird und über das ich vor lauter Begeisterung immer wieder reden will. Jetzt sitze ich an diesem Skript und frage mich, was ich eigentlich sagen will. Wie erwartet hat mich das Spiel nicht losgelassen. Aber ganz anders als erwartet, hatte ich kaum das Bedürfnis, weiter darüber zu reden. Vielleicht will ich gewisse Szenen nicht nochmal erleben müssen oder Revue passieren lassen. Vielleicht bin ich es leid, mich zu wiederholen. Schließlich habe ich im Let's Play meine Meinung mehrfach lautstark kundgetan. Warum spiele ich immer noch Abby? Vielleicht möchte ich auch einfach nicht mehr kritisch über ein Spiel reden, was ich eigentlich einfach nur lieben wollte. Und dennoch ist dieses Spiel ein Spiel, über das ich reden muss. Es ist ein Spiel, was bestimmt nicht perfekt ist, aber mit dem man sich auseinandersetzen muss, um es wirklich bewerten zu können. Ich will es nicht verleumden. Dieses Spiel zu spielen hat stellenweise echt wehgetan. Ich musste als Spieler dabei zusehen, wie mein Ziehvater aus Teil 1 brutal ermordet wird, wie Ellie sich in einer Spirale aus Hass, Gewalt und Unmenschlichkeit selbst verliert und wurde letztendlich auch noch gezwungen, ihr in einem Kampf auf Leben und Tod gegenüberzustehen. Ich wollte mehrfach den Controller weglegen und sagen, das reicht mir jetzt, bis hier und nicht weiter, ich ertrag das nicht mehr. In einem Let's Play, wo das natürlich keine Option ist, schlägt sich das in Form von Rage und wilden Beleidigungen nieder. Da möchte ich mich an dieser Stelle für entschuldigen. Und auch jetzt, nachdem ich das Spiel durch habe und über 2 Wochen Abstand davon habe, drückt es mir immer noch einen Kloß in den Hals, für dieses Skript über das Spiel nachdenken zu müssen. Ihr werdet in diesem Video also den gewissen Witz oder irgendwelche schnippischen Bemerkungen meinerseits vergebens suchen können. Ich werde mir extrem viel Mühe geben, dieses Spiel in diesem Video nochmal etwas anders zu beleuchten, als das bisher in meinem Let's Play geschehen ist. Ich werde aber auch weiterhin nicht drum rumkommen, das Ganze zutiefst subjektiv zu sehen. Nämlich aus der Sicht eines Spielers, der die Dynamik zwischen Joel und Ellie geliebt hat. Der nichts lieber wollte, als Joel als Ellies Ziehvater zu sehen. Der für das Wohl dieser beiden eine ganze Welt voller Infizierter, ein Krankenhaus voller Fireflies, eine Stadt voller militärisch ausgebildeter Mistkerle und eine Insel voller Naturfanatikern ohne zu zögern zur Hölle jagen würde. Ich möchte also noch gar nicht darauf zu sprechen kommen, ob The Last of Us Part 2 Fehler hat. Ob es ein würdiger Nachfolger zu Part 1 ist. Oder ob es zu Recht gleichzeitig extrem hohe Wertungen erhalten hat und von gewissen Spielergruppen dennoch zutiefst verachtet wird. Ich werde in diesem Video nicht drum herum kommen, über The Last of Us Part 1 zu reden. Es hinterließ uns 2013 mit dem Ende einer emotionalen Reise quer durchs ganze Land. Wenn man sich dieses Ende nochmal genau vor Augen führt, war es unglaublich brutal. Wir morden uns durch ein gesamtes Krankenhaus. Erschießen kaltblütig die Anführerin der Fireflies, die versucht hat, die ganze Welt zu retten. Mich störte das damals nicht. Wie vorhin gesagt, war ich am Ende bereit, alles für Joel und Ellie zu tun. Ja, das Feindbild hat sich in dem Moment geändert. Aber das war's dann auch. Meine Motivation blieb gleich. Und die Art der Umsetzung auch. Auf alles schießen, was es wagt, sich zwischen Ellie und Joel zu stellen. Als Spieler lässt einem das Spiel hier keine Wahl. Doch wen hat das schon gestört? Selbst wenn es vielleicht nicht meine erste Idee gewesen wäre, mich durch ein gesamtes Krankenhaus zu morden, so habe ich doch im Endeffekt damit kein Problem. Hauptsache, ich erreiche mein Ziel. Und das merken wir uns jetzt mal. Denn jetzt betrachten wir The Last of Us Part 2. In den ersten 2,5 Spielstunden nutzt das Spiel meine Bindung zu den Charakteren rücksichtslos aus. Es liegen 4 Jahre zwischen dem Ende von Part 1 und dem Anfang von Part 2. Doch bevor ich wirklich weiß, an welchem Punkt Joel und Ellie in ihrem Leben stehen, doch bevor die beiden eine einzige Interaktion miteinander hatten, doch bevor ich mich wirklich freuen kann, die beiden endlich wiederzusehen, liegt Joel mit zerschmettertem Schädel am Boden. Das ist ein unglaublich erschütternder Moment. Ich wäre bereit, alles für Joel und Ellie zu tun, und doch konnte ich gar nichts tun. Nichts außer zusehen. Und damit hat das Spiel mir seine Story nicht aufgebunden. Ich habe nicht ein paar Erklärungen gelauscht und gesagt, okay, Story verstanden, auf geht's. Dafür war gar keine Zeit. Nein, das Spiel hat mich gezwungen, seine Story zu meiner eigenen Motivation zu machen. Nach den ersten 2 Spielstunden war ich getrieben von Hass, Wut, Trauer und vor allem Rache. Mein Ziel beim Spielen war es, diese zu befriedigen. Und The Last of Us Part 2 lässt uns erstmal in dieser Illusion, wir würden genau das bekommen. Wir würden genau das einfach tun.
Wer jetzt ein Spiel möchte und erwartet, was einen wie Part 1 seiner Motivation folgen lässt und diese als richtig stehen lässt, wird auf schmerzhafteste Weise verstehen müssen, dass genau das bei Part 2 nicht passiert. So ging es mir. Schmerzhafter hätte die Erkenntnis eigentlich nur sein können, wenn ich selbst die ganzen Schläge abbekommen hätte, die wir im Verlauf des Spiels einstecken müssen. Doch starten wir erstmal mit dem unproblematischen Teil. Ich denke, hätte man die Spieler nach ca. 16 Stunden nach ihrer Erfahrung und Meinung zum Spiel gefragt, wäre diese positiv ausgefallen. Ja, wir mussten den Tod von Joel erleben. Ein gutes Gefühl hätte Lester das wohl bei keinem. Doch den Rest der Zeit dürfen wir unseren Rachegedanken freien Lauf lassen. Ellie und Dina verfolgen Abby, machen sich dafür auf den Weg nach Seattle, um sie und ihre gesamte Gruppe dem Erdboden gleichzumachen. Um Joels Tod zu rächen. Genau, was ich in dem Moment will. Es kann mir gar nicht schnell genug gehen, bis wir uns Stück für Stück durch die WLF schießen. Ich will sie alle tot sehen. Und das Spiel spielt mir ohne Umschweifen in die Karten. Nicht nur darf ich mich auf die gewünschte Rachemission begeben, wir bekommen zwischendurch auch immer mal wieder kurze Rückblicke von Joel und Ellie. Diese sind teilweise sehr unterschiedlich, haben aber eins gemeinsam. Sie bestätigen mich darin, was für ein guter Mensch und guter Vater Joel für Ellie war und rufen nochmals in Erinnerung, was er alles für sie getan hat. Wenn Ellie in einem verlassenen Musikladen das Lied spielt, welches ihr Joel im Intro vorgespielt hat, denke ich daran, was für ein guter Gitarrenspieler er war. Wie geschickt er darin war, sie zu bauen. Nicht nur das, es erinnert mich an sein Versprechen aus Part 1, Ellie das Gitarrenspielen beizubringen. Und damit an die glückliche Zeit mit ihm zusammen. Noch einen Schritt weiter treibt es die Rückblende von Ellies Geburtstag. Die neckischen Interaktionen zwischen Joel und Ellie treiben mir hier schon fast die Tränen in die Augen. Und in dem Moment, wo ich realisiere, dass Joel tatsächlich alles getan hat, um Ellie nicht nur einen Dinosaurier, sondern auch einen Flug ins Weltall zu schenken, ist es dann echt vorbei. Das war einer der schönsten Momente zwischen den beiden und lässt Hass, Wut und Trauer wegen Joels Tod nochmal ganz neu aufflammen. Ähnlich geht es mir, wenn in einer anderen Rückblende Joel und Ellie zusammen auf Patrouille sind, in einem Hotel von einem Bloater angegriffen werden und Joel nur mit einer verdammten Machete auf das Biest losgeht, um Ellie das Leben zu retten. Joel würde alles für seine Ziehtochter tun. Selbst wenn wir in der Gegenwart mit Dina die Überreste einer Folterszene finden, steht dabei für mich kaum die unglaubliche Brutalität im Vordergrund, sondern eher der Gedanke, dass Joel das auch schon mal getan hat, um Ellie aus den Fängen der Hunter zu retten. Und als wir in einer Rückblende erfahren, dass Ellie die Wahrheit über das Ende der Fireflies im Krankenhaus erfahren hat und wie sie sich von Joel abwendet, bringt das einen ganz neuen Schmerz hinzu. Joel und Ellie waren zerstritten. Und Ellie konnte sich gerade erst damit abfinden, ihm langsam zu vergeben, als Abby ihr diese Möglichkeit für immer nahm. Ich fühle mich hier also mehrfach bestätigt in meinem Vorhaben. Die Wut wird frisch gehalten, der Schmerz immer wieder erneuert. Ich will Abby und ihre Gruppe tot sehen. Ich habe vorhin die 16-Stunden-Marke angesprochen. Kurz bevor diese abläuft, bin ich mit Ellie auf einem guten Weg, mein Ziel zu erreichen. Es gab auch hier unangenehme Momente. Wenn Ellie zum Beispiel Nora dazu bringen will, Abby zu verraten, überschreitet sie eine schmerzhafte Grenze. Daran hat sie in der folgenden Szene noch sichtlich zu knabbern, und das war ein Schritt, den ich für sie eigentlich nie sehen wollte. Ich möchte Ellie nicht als Teil dieser extremen Brutalität sehen. Aber ich konnte mich selbst dazu überreden, dass es halt nötig ist. Dann der Moment, in dem wir Abby fast gefunden haben. Wir sind so dicht dran, doch am Ende finden wir nur zwei ihrer Komplizen vor, Owen und Mel. Es kommt zum Kampf um die Waffe, Ellie ersticht beide. Mel war zu dem Zeitpunkt hochschwanger, was Ellie sichtlich mitnimmt. Sie ist zutiefst erschüttert wegen ihrer eigenen Taten. Sie konnte nicht mehr klar denken, Fars. Sie war zu schnell mit ihrer Gewalt. Aber auch das hake ich dann für mich lieber schnell ab. Immerhin waren die beiden ja bei der Ermordung von Joel dabei. Ich rechtfertige ihre Taten. Wie schon die von Joel in Part 1. Und noch lässt mich das Spiel das tun. Die Konsequenzen werden mir erst später aufgezeigt. In dieser Spielzeit ist Part 2 von seinem Umgang mit den Spieler also sehr ähnlich zu Part 1. Doch das ändert sich schlagartig mit der zweiten Begegnung von Ellie und Abby. In der einen Szene erschießt Abby Jesse und bedroht Ellie und Tommy. In der nächsten spiele ich die junge Abby selbst, erfahre, dass Joel damals ihren Vater, den Arzt im Krankenhaus, umgebracht hat und springe dann die gesamten 3 Tage der Seattle-Geschichte zurück, um die komplette Zeit nochmal aus Abbys Augen zu erleben. Nach einer Spielzeit, wo Part 1 quasi vollendet war, fängt Part 2 erst an, seine eigentliche Message zu erzählen. Fängt es erst an, den Spieler auf brutalste Art zu demontieren. Fängt es an, meine Beweggründe zu hinterfragen und zu kritisieren. Die folgenden Spielstunden sind nicht angenehm.
denn plötzlich spielen wir Abby. Und ich konnte mir direkt denken, worauf das hinauslaufen wird. Ich werde gezeigt bekommen, dass Abby überhaupt nicht das Monster ist, für das ich sie jetzt das ganze Spiel gehalten habe. Und hier kommen wir zu dem Punkt, wo das Spiel mich eben nicht mehr einfach machen lässt, sondern mich zwingt, mich mit meinen Beweggründen auseinanderzusetzen und sie zu hinterfragen. Warum ist es für mich okay, wenn Ellie auf einen Rachefeldzug alle umbringen will, die mit dem Tod ihres Vaters zu tun hatten, nicht aber, wenn Abby dasselbe mit dem Mörder ihres Vaters tut? Um diese Auseinandersetzung habe ich nie gebeten. Das macht alles nur viel komplizierter. Die blöden Hunde zum Beispiel, die ich aus Ellies Sicht einfach immer schnellstmöglich abgefackelt habe, weil die verdammt gefährlich sind, haben plötzlich einen Namen, bedeuten meinen neuen Charakteren etwas, haben sogar eine gewisse Situationskomik. Damit kann ich noch leben. Damit die Mörderin meiner Vaterfigur zu spielen, deutlich schlechter. Denn das ist ein Gedanke, den ich die ganze Zeit behalte. Ich wollte mich beim Spielen dazu zwingen, diese Wut auf Abby beizubehalten, um am Ende, wenn wir hoffentlich wieder zu Ellie wechseln würden, sie schnellstmöglich ohne moralischen Konflikt aus dem Weg zu schaffen und meine Mission endlich zu beenden. Ich habe Abby dafür extra anders als Ellie gespielt. Deutlich aggressiver. Andauernd war ich an der Munitionsgrenze. Ständig bin ich direkt in Gegner reingerannt und mehrfach habe ich alles an Bomben geworfen, was ich hatte, nur um zwei kleine Klicker loszuwerden. Ich wollte sie nicht so an mich ranlassen wie Ellie. Also habe ich sie mir durch diese Spielweise zwanghaft fremd machen wollen. Doch das ist der Story von Part 2 natürlich ganz egal. Die geht unermüdlich weiter. Aus Abbys Sicht erleben wir erstmal viel stärker die Konflikte mit den Scars. Die beiden Gruppen sind in einem erbitterten Krieg. Habe ich das Gefühl, als würde mich das was angehen? Nein. Ich bin hier komplett falsch. Ich will eigentlich nur wieder zu Ellie. Aber stattdessen machen wir uns auf die Suche nach Owen, Abbys Ex-Freund und Teil der Gruppe, die Joel ermordete. Dabei bekommen wir jetzt auch Rückblenden von Abby. Eine Rückblende, in der sie noch neu bei der WLF ist und außerdem noch mit Owen zusammen. In der sie mit ihm über Joel redet und es zu ihrem Antrieb macht zu wissen, dass er noch da draußen ist und sie ihn noch finden können. Kommt mir von Ellies Seite bekannt vor. Aber so einfach wird Abby es nicht haben, mich von meinem Hass abzubringen. Nur weil es ihr ähnlich geht, ist doch nicht mein Problem. Im Folgenden wird Abby von den Scars gefangen und aufgeknüpft. Lev und Yara, die wir dabei treffen, waren selber mal Teil der Gruppe und sind jetzt Ausgestoßene, retten Abby den Arsch. Diese wiederum bringt die verletzte Yara in Sicherheit. Und dann geht's weiter zu Owen. Wir finden ihn und reden mit ihm. Den Part nannte ich in meinem Let's Play müde und am Ende. Er ist weg von den Wolves, weil er nicht mehr kann. Er will weg von dem ewigen Hass, der Spirale aus Rache und Gewalt. Er ist es leid. Er arbeitet an einem Boot, um sich auf die Spur der Fireflies zu begeben, die angeblich noch da draußen sein sollen. Und zum ersten Mal tut er mir etwas leid, weil ich genau weiß, dass wir ihn mit Ellie zusammen schon abgestochen haben. Menschen können sich ändern. Muss ich sie deswegen anders behandeln für das, was sie getan haben? Meine Moral sagt mir ja, aber ich kann den Gedanken noch beiseite schieben. Ist halt ein ungünstiger Kollateralschaden gewesen. Verdient hat er es doch trotzdem. Abby wiederum lässt sich davon beeinflussen und macht sich auf die Suche nach den Scar-Kindern, um ihnen zu helfen. Ab hier beginnt der Punkt, wo ich Abby zu meinem Entsetzen nicht mehr nur hassen kann. Sie rettet die Kinder und betrügt dann ihre eigene Gruppe, um Yara das Leben zu retten. Das gelingt ihr, doch Yara und Lev haben unterschiedliche Ansichten, wie es danach weitergehen soll. Lev haut ab und will zu seiner Mutter, um sie ebenfalls von den Scars wegzuholen. Yara weiß, dass er sich dabei in Lebensgefahr begibt. Seine Mutter verabscheut ihn dafür, dass er sich als Junge und nicht als Mädchen sieht. Abby macht sich mit Yara zusammen daran, ihm zu folgen und ihn von der Insel des Gas zu retten. Auf dem Weg zu den Booten begegnen wir einem von Abbys Kameraden. Seinen Namen habe ich mir nicht mehr gemerkt. Wichtig ist nur, in dem Moment stehen die beiden unter Feuer von einem Scharfschützen, bei dem es sich natürlich nur um Tommy handeln kann. Das ist das erste Mal, seit wir Abby spielen, dass wir aktiv gegen einen Charakter vorgehen sollen, der eigentlich zu unserer Gruppe um Ellie gehört und damit natürlich nach meiner eigentlichen Sichtweise als Spieler handelt. Natürlich sind mir die Charaktere rund um Ellie deutlich wichtiger. Und das macht die Szene extrem nervig. Spielerisch ergibt sie sowieso keinen Sinn, da der Ausgang jederzeit klar ist. Meine Möglichkeit, mich zu wehren oder zu verstecken, ist reine Illusion. Eine schlechte, wohlgemerkt. Aber in der Story ergibt es Sinn. Der Moment zeigt die Gewalt meiner eigenen Gruppe von der anderen Seite. Sie unterscheidet sich eigentlich nicht. Es gibt einen Angreifer und einen Verteidiger. Und irgendwann kommt der Punkt, an dem die Rollen tauschen. Aus Abbys Sicht erleben wir, wie ihr Freund direkt neben ihr von Tommy erschossen wird. So im Nachhinein hat das erstaunliche Parallelen zu dem Moment, in dem Abby Jesse direkt neben Ellie erschießt. Es ist ein Kreislauf aus Hass und Rache.
vollendet durch den Moment, in dem Abby nach der Rettungsmission mit Lev von der Insel zurückkehrt und Owen und seine schwangere Freundin von Ellie erstochen vorfindet. Wie Ellie am Anfang des Spiels begibt sie sich auf einen Rachefeldzug, während wir sie noch als spielbaren Charakter haben. Und das bleibt sie auch noch eine ganze Weile. Die Situation ist eigentlich eine genaue Spiegelung meines Aufbruchs nach Seattle am Anfang mit Ellie. Doch es gibt ein Problem. Diesmal bin ich dagegen. Ich kenne die Charaktere, gegen die sich ihre Mission richtet. Ich liebe sie. Und ich hätte hier am liebsten den Controller weggelegt. Denn wenn ich euch jetzt sage, dass jetzt eigentlich genau das passiert, was ich von Anfang an wollte, haltet ihr mich für verrückt? Aber überlegt euch Folgendes. Abby ist unterwegs, um ihre ermordeten Freunde zu rächen. Sie kennt sie als gute Menschen. Ihr Verlust rief einen großen Schmerz und Wut hervor. Abby sucht Ellie auf, die dafür verantwortlich ist, und ein Kampf auf Leben und Tod beginnt. Genau diese Situation habe ich mir am Anfang gewünscht. Aber aus Ellies Sicht. Nur diese kleine Tatsache ist anders, und doch ändert das alles. Ich habe diesen Moment gehasst. Ich steuere weiter Abby und kämpfe mit Ellie bis zum Tod. Ich selbst muss Ellie brutal zusammenschlagen. Das tut unglaublich weh zu spielen. Und das zeigt spätestens jetzt die Message des Spiels auf. Gewalt und Rache führen nur zu noch mehr Gewalt und am Ende zu gar nichts. Passenderweise heißt der Track, den ihr hier gerade hört, übrigens offiziell The Cycle of Violence. Der Kreislauf der Gewalt. In dieser Szene hätte ich am liebsten geschrien, eure Message ist mir scheißegal, lass mich wieder Ellie spielen, ich will diesen Scheiß nicht. Eben das ist der Punkt. Für mich als Spieler ist es einfacher und bequemer, mich mit diesen Ansichten nicht so befassen zu müssen. Und obwohl das extremst nach Ende aussah, immerhin musste damit Ellies Vorhaben in Seattle ohne Wenn und Aber abgebrochen werden, kommt für mich später nochmal so ein Moment, in dem ich einfach aufhören will, aber das Spiel mich zwingt weiterzumachen. Interessanterweise sogar, obwohl ich zu diesem Zeitpunkt wieder Ellie spiele. Ellie hat versucht, alles hinter sich zu lassen und mit Dina und ihrem Kind ein ruhiges Leben in einem abgelegenen Farmhaus zu leben. Aber das Trauma sitzt tief. Sie konnte damit nie richtig abschließen. Nicht Ellie hat die Entscheidung getroffen, es ruhen zu lassen. Diese Entscheidung wurde für sie getroffen. Jesse war tot, Dina verletzt, Tommy fast tot mit einer schweren Kopfverletzung, Ellie selbst mit gebrochenem Arm und komplett am Ende. Es gab in Seattle kein Weitermachen mehr. Doch als Tommy sie dann in ihrem Farmhaus besucht und berichtet, dass er gehört hätte, wo Abby sich aufhält, sieht Ellie ihre Chance, es nach ihren Bedingungen zu beenden. Es kommt also dazu, dass wir uns nochmals auf die Jagd nach Abby machen. Diesmal funkt mit den Rattlern eine andere Gruppe dazwischen, die ich natürlich ohne zu zögern auseinanderpflücke. Sie haben Abby gefangen, also muss ich da wohl durchmarschieren, um endlich mit ihr abrechnen zu können. Doch jetzt kommt der Punkt. In dem Moment, wo wir Abby endlich finden, ihr endlich mit Ellie gegenüberstehen, ist sie schon fast tot. An einen Pfahl gefesselt, schwach und fast verdurstet. Als Ellie sie losschneidet, interessiert sie sich nur noch für Lev, der mit ihr gefangen wurde. Sie bringt ihn ans Meer zu den Booten und will einfach mit ihm weg. Bei Ellie kommt hier die Erinnerung an Joels Tod wieder hoch und so bedroht sie Lev, die einzige Möglichkeit, Abby dazu zu kriegen, diesen letzten Kampf einzugehen. Jetzt bin ich an dem Punkt im Spiel, den ich eigentlich haben wollte. Aber ich will das nicht mehr. Ich mag die Art nicht, wie Ellie Abby zu einem Kampf zwingt, obwohl dieser nicht mehr nötig wäre. Obwohl Abby in keinem Zustand für einen fairen Kampf ist. Ich kenne Abby mittlerweile gut. Ich muss sie nicht mögen. Aber ich kann sie auch nicht mehr wie am Anfang blind hassen. Es geht gegen meine eigene Moral, so einen Kampf auszutragen, mit dem Ziel, Abby zu töten. Und ich muss es trotzdem machen. Ich habe hier mehrfach versucht, einfach nicht zu tun, was das Spiel von mir will. Es bringt nichts. Als Abby geschlagen ist und Ellie sie im Wasser ertränkt, kann ich nicht erleichtert sein. So als wäre der Bösewicht endlich geschlagen. Es ist fast, als sei Ellie die Böse der Geschichte geworden, die einfach nicht locker lassen kann und an der Gewalt festhält. In einer letzten Erinnerung an Joel erkennt sie, dass es so nicht mehr besser wird und lässt Abby leben. Das ist kein glückliches Ende. Abby mag ich immer noch nicht. Ellie hat in dem Kampf zwei Finger verloren. Nach ihrer Rückkehr findet sie die Farm verlassen vor. Tina konnte nicht länger auf sie warten und ist zurück nach Jackson. Doch ich denke, eine Sache hat sie am Ende gewonnen. Ihre Menschlichkeit. Und das ist The Last of Us Part 2. Während ich bei Spielen wie Life is Strange True Colors gesagt habe, ich könnte sie immer wieder spielen, weil sie einfach ein gutes Gefühl in mir auslösen,
tut dieses Spiel über lange Strecken das genaue Gegenteil. Es fühlt sich nicht gut an, vorgehalten zu bekommen, wie dumm und verwerflich die eigenen Intentionen sind. Es fühlt sich auch nicht gut an, einer Mörderin in gewisser Art vergeben zu müssen. Und das macht mich nun mal nicht glücklich, Ellie, der ich mehr als alles andere ein schönes Leben gewünscht hätte, dabei zuzusehen, wie sie immer tiefer in diese Welt aus Wut, Hass und Gewalt fällt. Das Problem des Spiels ist, dass es eigentlich fast alles richtig macht und doch genau dafür von vielen nicht gemocht oder gar gehasst wird. Die Charaktere sind größtenteils echt gut geschrieben. Die Story hat Gewicht, bringt das Spiel gut voran und ist effektiv erzählt. Und vor allem ist sie nicht beliebig. Unweigerlich mit dem Medium-Videospiel verbunden. So einen Effekt kann eine Story nur haben, wenn ich sie selbst erleben muss. Von beiden Seiten. Wenn ich selbst mit reingezogen werde und irgendwann an dem Punkt bin zu sagen, ich will das jetzt nicht mehr. Als Film betrachtet man sowas von außen. Als Zuschauer ohne Kontrolle. Man hätte die Geschichte auch dann von zwei Seiten erzählen können. Aber es hätte nie dieses Gewicht gehabt. Die Geschichte eines Films kann ich sehen. In einem Spiel kann ich sie selbst erleben. Nicht Ellie hat Abby gejagt, sondern ich. Ich wollte Abby tot sehen und ich war der, der es am Ende nicht mehr konnte. Das ist meine Geschichte. Das ist die Stärke von Videospielen wie The Last of Us Part 2. Uns zu fesseln. Uns eine Geschichte nicht nur sehen, sondern erleben zu lassen. Man könnte die Story um Abby auch komplett rausschneiden. Doch dann hat das Spiel plötzlich eine ganz andere Bedeutung. Und ich würde das Ende wahrscheinlich hassen. Ich hätte Abby tot sehen wollen. Ich wäre wahrscheinlich komplett ausgerastet. Weil das Spiel mich dann in dem Glauben gelassen hätte, ich mache mit der Rache-Tour alles richtig. Ich bin der Held des Spiels, über alles erhaben. Dann bleibt aber die Frage, wenn es sich beim Spiel nicht gut anfühlt, ist es dann ein gutes Spiel? Ich denke, diese Frage kann nur jeder für sich selbst beantworten. Für mich macht es The Last of Us Part 2 zu einem Spiel, was ich wahrscheinlich nicht allzu oft spielen werde. Warum sollte ich mich schließlich freiwillig nochmal so unangenehmen Gefühlen aussetzen? Aber halte ich es deshalb für ein schlechtes Spiel? Nein. Eher für ein sehr gutes. So wie es ist, habe auch ich mich während dem Spiel mehrmals aus Verzweiflung gefragt, wer die scheiß Idee gehabt hätte, mich Ellie verprügeln zu lassen. Last of Us Part 2 ist kein typisches Spiel, bei dem man nur Spaß hat und sich an einem schlechten Tag vielleicht besser fühlt als vorher. Bei dem man im Spiel das Gefühl hat, einfach nur das Richtige zu tun. Yes, ich kille gleich den Endboss! So ein Gefühl kommt in diesem Spiel nicht auf. In vielen Spielen kann man auf die brutalste Art und Weise die Gegner umbringen, ohne große Konsequenzen. Ohne es hinterfragen zu müssen. Dieses Spiel hinterfragt die Gewalt. Bringt einen selbst dazu, sie am Ende zu verurteilen. Den eigenen geliebten Hauptcharakter nicht mehr durch die rosarote Brille zu sehen, sondern zu sehen, wie man Teil des Problems war. Das macht The Last of Us Part 2 unglaublich gut. Und zu diesem Schluss zu kommen, fühlt sich tatsächlich seltsam an. Weil mich ein Spiel noch nie während dem Spielen so aufgeregt hat und ich im Nachhinein dennoch sagen musste, eigentlich wurde hier fast alles richtig gemacht. Damit löst es automatisch einen gewissen Zwiespalt aus. Nicht alle können diese Geschichte akzeptieren. Viele, mich eingeschlossen, wollen Ellie so nicht sehen. The Last of Us war auf der PS3 eines der meistgelobten Spiele der gesamten Ära. Ähnliches galt auch noch für das Remaster auf der PS4. Wenn man von diesem Spiel kommt und dann Part 2 spielt, wird man von der Art der Erzählung, der Charakterentwicklung und der Story nicht ins kalte Wasser geworfen. Man wird förmlich mit Anlauf überfahren. Das ist wohl das größte Problem von The Last of Us Part 2 in der Wahrnehmung vieler Spieler. Es ist anders als erwartet. Aber um dieses Spiel zu bewerten, muss man es sich genau anschauen und vor allem länger drüber nachdenken. Mein erster Gedanke nach dem Spielen war ebenfalls eher negativ. Ich musste mich im Let's Play bei meinem Fazit dazu zwingen, die Gefühle, die das Spiel eben noch in mir zum Kochen gebracht hat und die mich dazu zwingen wollten, die Entwickler anzubrüllen, zurückzustellen. Ich mochte es nicht, meinen eigenen Gegner zu spielen. Ich mochte es nicht, eine Geschichte um einen Charakter zu erleben, die mir einfach nur egal sein wollte. Wenn man es nüchtern betrachtet, erzählt das Spiel eine gute Geschichte. Ergibt die Charakterentwicklung absolut Sinn. Und der Rest ist wie von Part 1 geliebt. Grafik bombastisch, Soundtrack stimmig. Gameplay typisch Last of Us. Es ist einfach nur kein gutes Gefühl, als Spieler selbst beim Spielen auf diese Art einbezogen zu werden. Diese Dinge zu tun, die man sonst im Spiel mit Leichtigkeit tut und jetzt auch plötzlich nicht mehr will. Auf diese Art und Weise fertig gemacht zu werden. Aber ja, das ist The Last of Us Part 2. Und das ist eine Geschichte, die sich wohl so noch kein anderes Spiel getraut hat zu erzählen.
Müsste ich das Spiel also bewerten, müsste ich es eigentlich loben. Es ist ein extrem gutes Spiel. Die Grafik sucht auch über anderthalb Jahre nach Release noch ihresgleichen. Die Charaktere sind großartig geschrieben und tragen das gesamte Spiel, die gesamte Story. Dabei ist es außerdem einzigartig in seinem Umgang mit dem Spieler und dessen Denkweise. Es schafft es, einen einerseits dazu zu treiben, aus Hass und Wut zu handeln und andererseits das Ganze irgendwann von außen zu betrachten und diesen Fehler selbst zu erkennen. Dazu untermalt der Soundtrack jede Szene passend und emotional. Und das Gameplay fühlt sich immer noch genau wie ein Last of Us an und hat so seine eigene Art, die ich unter hunderten Spielen desselben Genres noch rauspicken könnte. Ich möchte nicht übergehen, dass das Spiel noch andere Schwächen hat. Abby's Gameplay sagt mir nicht wirklich zu. Der Part, wo wir gegen Tommy kämpfen, ergibt spielerisch keinen Sinn. Ich kenne den Ausgang und kann ihn nicht beeinflussen. Das nimmt der Szene die Bedeutung. Sie hätte ersatzlos gestrichen werden können. Außerdem ist mir Abby's Abschnitt zu lang. Ellie ist der Hauptcharakter des Spiels. Sogar der ganzen Reihe könnte man argumentieren. Wir spielen sie hier ca. 65% der Zeit. Gefühlt deutlich weniger. Das ist mir für Ellie in einem The Last of Us zu wenig. Aber wer redet schon darüber? Redet man über The Last of Us Part 2, redet man über Story und Charaktere. Und die Story kann einem gefallen oder man kann sie hassen. Sollte man Part 1 nicht gespielt haben, ist es bestimmt deutlich leichter, mit Part 2 klarzukommen. Die beiden Spiele unterscheiden sich einfach zu deutlich. Das ist dann vielleicht mein letzter Kritikpunkt. Man hätte die beiden Spiele noch etwas besser aneinander binden können. Und mit 4 Jahren liegt doch viel unerforschte Zeit zwischen beiden Teilen. Wenn ihr aber Part 1 liebt und nicht gewohnt seid, eure eigenen Intentionen in einem Videospiel zu hinterfragen, denke ich, wird euch das Spiel wahrscheinlich sehr vor den Kopf stoßen. Aber denkt mal drüber nach, bevor ihr auf irgendeiner Plattform den nächsten Hasskommentar schreibt. Ist das Spiel für euch wirklich schlecht? Kann sein. Nicht allen gefallen dieselben Spiele. Oder ist es vielleicht doch nur, dass das Spiel ein ganz anderes Gefühl in euch auslöst, als ihr erwartet habt? Dass es euch vielleicht nicht in eure entspannte Gaming-Session nach einem harten Arbeitstag gepasst hat, weil ihr euch nicht nur berieseln lassen könnt? Nicht nur einfach mal eben den Kopf ausschalten könnt und ein paar Gegnerhorden umhauen? Dieses Spiel ist anders als andere Spiele. Auch als andere Spiele im selben Genre. Aber ist es wirklich schlecht? Und hat es die teilweise absolut widerlichen Kommentare auch den Entwicklern gegenüber verdient? Ich denke nicht. Ja Leute, das war mein Video zu The Last of Us Part 2 und damit auch erstmal das letzte Mal, dass wir The Last of Us Part 2 auf meinem Kanal gesehen haben werden. Und ich muss euch sagen, dieses Video ist mir echt schwer gefallen und ich habe da lange dran gesessen. Nicht, weil ich irgendwie das Skript besonders lang geschrieben habe, das habe ich aber trotzdem. 8 Seiten, knapp 5000 Wörter ist das jetzt lang geworden. Da steckt ordentlich Arbeit drin. Oder vielleicht habe ich auch im Schnitt extrem lang gebraucht. Ja, habe ich. Da habe ich mehrere Tage dran gesessen. Aber was eigentlich so schwierig war und lang gedauert hat, ist mir selbst erstmal zu überlegen, was will ich eigentlich in diesem Video sagen und worauf will ich hinaus? Was ist meine Meinung zu dem Spiel? Normalerweise spiele ich ein Spiel und ich weiß genau, ich liebe das Spiel. Ich hasse das Spiel. Vielleicht ist es mir auch einfach egal. Aber bei diesem Spiel musste ich mir echt Gedanken drüber machen und ich habe das Skript angefangen zu schreiben und ich glaube, ich habe es auch im Skript drin stehen gehabt. Ich wusste nicht genau, wie ich das Spiel bewerten werde. Ich wusste am Anfang noch nicht, ob ich das Spiel jetzt eigentlich gut finden soll oder schlecht. Und erst als ich da mehr Gedanken drüber gemacht habe, nach und nach, kam dann eben das zustande, was ihr jetzt gerade gesehen habt. Und ich hoffe, ich konnte das Spiel so ein bisschen nochmal aus verschiedenen Sichtweisen beleuchten. Und ich konnte euch auch klar machen, wie ich jetzt im Endeffekt zu dem Schluss gekommen bin, dass das Spiel doch ein gutes Spiel ist. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr es mögt, Daumen da lassen. Ihr wisst, wie es läuft. Und schreibt mir gerne in die Kommentare eure Meinung zum Spiel, aber auch noch viel lieber eure Meinung zu meiner Meinung bzw. zu diesem Video. Sagt ihr, okay, alles klar, du laberst Schwachsinn und ich verstehe absolut nicht, wie du das Spiel mögen kannst. Oder sagt ihr, ja, ich kann deine Meinung nachvollziehen und eventuell seht ihr es jetzt vielleicht auch ein bisschen anders, nachdem ich euch die Punkte so erklärt habe. Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Ich möchte keine beleidigenden Kommentare lesen wie, du hast gar keinen Plan, wie kannst du dieses Spiel nur lieben, du Idiot. So Leute werden gebannt. Sondern einfach sachliche Diskussion, gerne unten in die Kommentare und dann quatschen wir noch ein bisschen darüber. Und ansonsten war es das erstmal von mir zu The Last of Us Part 2 auf diesem Kanal. Das reicht jetzt erstmal. Ich habe mich genug mit diesem Spiel beschäftigt. Ich brauche was anderes. Und wenn ihr auch was anderes braucht, dann schaut bei den aktuellen Projekten auf diesem Kanal vorbei. Horizon läuft, Life is Strange läuft. Da haben wir ein bisschen mehr Spaß, denn das sind angenehmere Spiele. Schaut da gerne mal vorbei und lasst auch da gerne einen Daumen da. Ansonsten abonniert den Kanal, wenn ihr weitere Videos in dieser Art oder einfach Let's Plays generell nicht verpassen wollt. Und dann sehen wir uns hoffentlich in einem weiteren Projekt wieder. Ich bin Jonas. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.